Bam! Erstmal den Rücken hier freischaffen. Nein! Oh, verdammt! Ich vergesse immer, dass ich das kann. Das fällt mir immer dann ein, wenn ich praktisch schon weggeworfen werde hier. Zack! Bam! Voll auf die Fresse! Nein! Mann! Warum mache ich das immer so früh? Der hat jetzt nicht ernsthaft Angst, oder? Nein, verdammt! Jawoll! Bam und bam und bam und... Ach scheiße, ich hab gar keinen... Nee, Junge! Weißt du, erst hier rummucken und dann weglaufen. Nicht mit mir. Da nehme ich auch gerne noch einen Kampf auf mich. Wer, ihr? Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung hier, ne? So. Oh. Einer wollte noch sterben. Noch mehr. Da. Ach, komm. Wenn er wirklich glaubt, das klappt mehr als einmal, dann... Oder mehr als zweimal. Hat mich eben zweimal erwischt. So, jetzt den ganzen Spaß nochmal. Alter. Das ist mir jetzt sowas von Latte, aber der Kerl, diese gehen, die Geisteskranken gehen mir echt auf den Senkel. Da ist mir auch Latte, dass ich Dings hier Synchro-Punkte abgezogen bekomme. Synchronisationspunkte. Was ist das? So eine Schande. Was ist der armen Seele widerfahren? Holt Hilfe! Och Mann, ey! Wie viele hier auf einmal vor allem sind! Ach Junge! Ich lass dich jetzt doch nicht entkommen, Spacko. Weißt du, erst die hier missionmäßig versauen? Und dann noch abhauen. So. Auch du. So. Nehmen wir uns diesmal einen anderen Weg. Oh, hier ist ja auch noch so einer. So, Nummer 1. Und Nummer 2. Schieb ab. Ihr seid der Beste, den der Clan je hatte. Ja, so sieht's aus. Na dann, lass mal ran. Ich reinigte gerade die Tempeltreppen, als ich zwei Gelehrte hörte, die sagten, wie einfach es für sie wäre, durch die Soldaten zu marschieren, die den Hinrichtungsplatz bewachen. Stimmt den Zeitpunkt eures Eintritts genau ab, und sie bieten vielleicht eine willkommene Ablenkung der Wachen. Aber dank eurer Weisheit wusstet ihr das sicher bereits. Ja klar, klar wusste ich das. Klar, aber ich hab's eigentlich immer, wenn ich's richtig in Erinnerung hab, so gemacht, einfach durchgestürmt und ihn angesprungen. Och Mann. So, wo ist denn das nächste? Informationen, Gelehrte. Oh, nur noch einmal Informantenherausforderung. Und das war's dann auch schon. Geile Sache. Geile Sache. Na los, hoch mit dir, Alter, ja. Geht doch.
und wappnet euch gegen eure Feinde. Wow, das war ein geiler Sprung. Ziemlich weiter. Och Mann, ey, weil das jetzt so gerade geleckt hat, konnte ich die Richtung nicht richtig angeben. Naja. Woo, scheiße. Das war schmerzhaft. Aus dem Weg! Da hinten ist eine Flagge. Die wird erstmal geholt hier. Was wird das denn? Alter, ihr. Geht doch. Ich sollte einen Kontakt in der Nähe treffen, aber die Wachen haben mich im Auge. Sobald ich aufbreche, greifen sie an und schlagen mich in die Flucht. Ich bin nicht mehr der Krieger, der ich einst war. Wärt ihr bereit, mir sicheres Geleit zu geben? Dein Mantel ist schmutzig. Klar gebe ich dir eine Eskorte. Gar kein Problem. So. Jetzt endet dein Leben. Bam! Nein! Stress ohne Ende. Nur Stress. Alter, leck, leck, leck. Der da wird gleich angreifen. Habe ich so ein Gefühl. Oder auch nicht. Aber die beiden hier. War klar. Bam, bam, bam. Oh. Und zack. Na, da müssen noch mehr ankommen. Sonst macht das ja keinen Spaß, wenn es nur zwei oder drei wären. Oh. Ja, da kam mir der Leck in die Quere. So, hier hoch. Wie viel Wurfmesser habe ich denn? Gar keine. Bam. Da. Na, greife an! Alter, das wird mir zu bunt. Oh, wer denn jetzt noch? Alter, wie viele wollen denn hier noch sterben? Hier ist schon voll der Leichenberg. So, können wir weitergehen? Aber wollte mir doch nur ein paar Messerchen klauen. Oh, okay. Ey! Und... Bam! Ich glaube, später bekommt man auch noch ein... Konterbrecher. Die Fähigkeit, Konter zu durchbrechen. So. Kollege. Gut, hier sollte ich sicher sein. Sie werden an einem heiligen Ort kein Blut vergießen. Ich konnte mich einer Wache dies hier entreißen. Vielleicht kann es euch helfen. Achso, ich dachte, der erzählt jetzt eine Story. Aber war wohl nicht an dem. So, ich gehe nochmal zurück. Dann, ne? Karte mit Positionen von Majid Adins Wachen. Oh, das ist natürlich
geil. Ja, hochklettern irgendwie geht nicht. Dann halt unten lang. Entschuldigung. Ich hab's eilig. Oh. Wie ich zu dumm bin, um hier zu springen und zu klettern. So, die Wache rempel ich jetzt mal nicht an, das wird mir zu nervig. Oh, eine Flagge. Oh, eine Flagge. Alter, die sind hier echt zuhauf. Aber eigentlich habe ich gar keinen Bock. Ich sammle die nicht. Aber wenn ich eine finde, sammle ich sie natürlich ein. Ne? So, hier könnte ich hochkommen. Gibt es einen Grund für diesen Schabernack? Nicht schlecht. Kommt nicht näher. Kriege spritzt sich durch das Land. Und Tausende von Leben werden bei seiner Verteidigung. Ah, ich laufe die ganze Zeit drauf rum. Ja, dann würde ich mal sagen. Was gibt es, Novize? Ich bin kein Novize. Der Wert eines Mannes wird von Taten definiert, nicht von Markierungen auf der Kleidung. Wir können streiten oder Al-Mualems Arbeit verrichten. Eure Entscheidung. Dann legt los. Al-Mualem möchte Masht Adin tot. Der ist immer noch stinkig. Verständlicherweise. Sie ist sicher gut bewacht, aber damit werde ich schon fertig. Ich weiß, was ich zu tun habe. Und deswegen bleibt ihr in meinen Augen ein Novize. Ihr wisst gar nichts. Ihr vermutet. Ihr müsst von Fehlern ausgehen. Vielleicht habt ihr etwas übersehen. Antizipation, Altair. Wie oft muss ich es euch denn sagen? Sind wir fertig? Nicht ganz. Es gibt noch etwas. Einer der Männer, die hingerichtet werden sollen, ist ein Bruder. Einer von uns. Al-Mualem wünscht, dass er gerettet wird. Kümmert euch nicht um die eigentliche Rettung. Meine Männer erledigen das. Aber ihr müsst sicherstellen, dass Majd Adin nicht sein Leben nimmt. Alles klar, das heißt, ihn erledigen, bevor die Hinrichtung stattfindet. Verderbt es nicht, Altair. Dürfte machbar sein. Oder sollte machbar sein. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Ja, wie er schläft, brauchen wir jetzt nicht. Oder wie er sich ausruht. So, dann würde ich mal sagen, wird direkt hier weitergemacht. Mit der nächsten Hauptmission. Keine Chance hat der. So, Gelehrte. Die sollten mich hier durchbringen. Mal schauen. Wo lang führen die mich denn jetzt? Ach, da oben durch, oder was? Hä? Eine kleine Spende. Ich bin arm und krank und hungrig. Okay, ich habe keine Ahnung, wo die mich jetzt lang führen, aber da will ich gar nicht lang. Eine kleine Spende. Ich bin arm und krank und hungrig. Ist er auf der Flucht? Ja. Ich habe solchen Hunger. Ach ja, ist ja gut. Geht schnell! Das stimmt ja nicht mehr. Alter Schwede, das nenne ich mal viele Wachen. Aber jetzt erst seine Sprache und da wird bejubelt, okay. Ja, das scheint wohl der zu sein, den wir retten sollen, da. Der schon aussieht wie ein Assassine. Von Jerusalem, hört mich an! Ich stehe hier heute und bringe euch eine Warnung. Es gibt Unzufriedene unter euch. Sie sehen die Saat des Unmutes und hoffen, euch auf den falschen Weg zu führen. Sagt mir, ist es das, was ihr wollt? Der Zumpf des Verrats und der Sünde.